Trio, hier ist das Wahlkampfsofa und wir spielen Neverwinter. Mit mir der Snox, ich bin der Smirk. Richtig. Richtig. So, und jetzt müssen wir irgendwie noch was abgeben, oder? Ich würde gerne. Ich will gar nichts abgeben. Ich will jetzt hier raus. Keine Fische? Nein. 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 Nein, nein. 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 Und zwar will ich zu Charanda. Wie komme ich da hin? Schwerküste. Das war's. Charanda. Los geht's. Sag das doch, so ein alter Mann wie ich kann mir das noch nicht merken, welche obergeordneten Bereiche das sind. Es gibt momentan für dich nur Icewind Dale und Schwertküste. Mehr gibt's nicht. Unter Icewind Dale hast du 3 und unter Schwertküste alles andere. So schwer ist es jetzt bis jetzt noch nicht. Wo willst du das wissen? Das weißt du nicht gar nicht. Es wird noch komplizierter, aber so schwer ist es nicht. Gut, dass du bei mir bist. Du bist mein Führer. Mein Führer. Hallo, mein Führer. Wo geht's lang? Missy Sarah Winterwhite. Wir schätzen eure Hilfe für unsere Gemeinschaft. So, Magiehorde ist wieder die Weekly, nehmen wir erstmal an. Corlon, bewahre uns. Jo. Ja, das hat sich schon mal erzählt, kennen wir auch schon. Ich kürze das ab. Und die Schlacht um Charanda ist wieder Gegner killen und 3 Kristalle finden, nehme ich auch an. Kennen wir auch schon. Und wir müssen in the Magiehorde hier, in the Wasser, einfach so rein. Einmal hier mal ins Wasser reinpinkeln, ja? So, und wir müssen jetzt schon so stark sein, dass wir die Gegner eigentlich fast stehen lassen können. Wir rennen einfach bis zum Ende durch und machen das innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, können wir diesen Zwischendungeon der Weekly-Aufgabe hier einfach machen. Die zum Beispiel kümmern uns gar nicht. Ich bin noch nie gewesen hier. Doch, waren wir schon. Doch, na gut. Ja, waren wir schon. Warum bist du so schnell? Deine Bewegung ist so hoch, kann das sein? Du hast Besuch? Ja, und? Kümmern mich nicht, sag ich doch. Lass die da stehen. Also, lass sie da stehen. Ich nehme auch keinen Schaden. Das sind ja geile Waffen hier. Du hast noch mehr Leute aktiviert. Ja. Die machen wir ganz zum Schluss, bevor wir beim Boss sind. Kurz bevor wir beim Boss sind, machen wir die bis dahin noch durchgehalten haben, noch nicht fußkrank geworden sind, machen wir platt. Ich gehe rennen noch schneller. Ist aber schöner, warum auch schöner immer. Level nebenbei gesagt. Also ich finde den ganz schick gemacht. Du bist schon so weit weg, ich kann dich schon gar nicht mehr sehen, ne? Das ist hier. Warum bist du so langsam? Also, ich bin doch eigentlich der langsamste Charakter von allen. So, ich bin jetzt vor dem Raum des Bosses, ich gehe noch nicht durch. Ich mache jetzt die Platte, die hier noch so übrig sind. Da schweben noch ein paar. Wo bist du? Ach ja, okay. Hier ist ein komischer Kristall. Hallo. Jetzt bin ich an dir vorbeigelaufen, ist ja geil. Ja, ich hab doch gesagt, ich mach jetzt die Gegner, kommen noch ein paar. Mein Mokel ist noch mit ein paar beschäftigt da. Ja, ist ja gut. Betäubt mich ruhig. Es hält sowieso nicht so lange, wie du glaubst, dass es hält. So, das heißt, man braucht sich um die Gegner gar nicht an Ort und Stelle kümmern, sondern man kann die. Das ist Schmu, das ist Verarschung. So, jetzt kann man aufsammeln, was man aufsammeln will. Hier müsste genug rumliegen. Ja. Veredelungspunkte heißt das. Jetzt können Sie auch gleich Veredelungspunkte hinschreiben. So, und jetzt gehen wir zum Boss. Wir hätten es auch in dem Raum machen können, aber ich finde, bevor man den schönen Boss sieht, könnte man einmal noch aufräumen. Hast du gerade schön gesagt? Der ist total hässlich. Er ist tot. Es geht auch relativ schnell, ja. Geil. Die will ich gleich nochmal laufen und dann mach ich Nein, das mal. Das ist mal. Die wöchentliche, die Weekly. Die machst du nur einmal in der Woche. Die ist durch. Die ist was. Und das darfst du beim nächsten Mal machen. Nächste Woche machst du das. Ja, super. Geil. Mal eben so durchgelaufen. Oh, scheiße. Warum ja, 4.500 Astral gekriegt. Warum? Weil wir einfach mittlerweile für Charanda über sind. Wir sind denen einfach über. Kaum zu glauben. Ja, irgendwann, aber dafür hast du 4.500 Rohastral gekriegt und Veredelungssteinchen, die immer in der Kiste am Ende sind. Also dafür lohnt sich das schon. Lasst mich euch etwas
So, und wir müssen was? Wir müssen, habe ich gerade doch irgendwo gelesen, in eines der Tore. Ich weiß noch nicht, in welches. Das war da irgendwo. Wo ist Charanda? Das leuchtet vielleicht? Dunkelfee-Enklave. Die aktiviere ich mal eben in der Hoffnung, dass der Pfad mich führt. Das ist dieses Tor in der Mitte. Nicht Mondlicht? Nee, dieses hier, Dunkelfee-Enklave. Wie Tor heißt das, nicht Enklave. Das ja, heißt hier whatever. Oh, 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 oh. Los Vincos Grandiosos rennen oh, schnell aus in diese Richtung. Schnell, schnell. Magra. Vernichtet sie alle. Ja, ja, du kriegst nee, auch einen vernichtet sie alle, heißt das. War ja ein Mädchen, was das gesagt hat. Ein Mädchen. Ein Mädchen, ein Mädchen, ein Mädchen. Was war das? Oh. Das ist so. Als Auftraggeber hier. Ja, auch ich will umbringen! Umbringen! Das ist das zweite Tor, was wir jetzt geöffnet haben. Wir haben bisher nur das erste, jetzt das zweite. Und hier ist wieder der zwei Missionen hat. Die Formora der Dunkelfeen-Enklave sind gefährlich und schwer zu fassen. Betretet ihr Reich nicht ohne Grund. Ja, ja, Dunkelfeen-Enklave abgeschlossen. Ihr seid gekommen, um an unserer Seite zu kämpfen? Richtig. Ich hoffe, ihr seid auf unwegsames Gelände vorbereitet. Ja. Mhm. So, Kriegsfahrt. Wir können zwar das Gebiet säubern, aber das ist nicht sonderlich sinnvoll, solange sich Mellerbocks Armee hier herumtreibt. Die hinterlistigen Kriegstrolle stellen ein ganz besonderes Problem dar. Versucht, so viele Kriegstrolle wie möglich zu erledigen. Okay, Kriegstrolle. Und hier gibt's leider dann auch schon wieder in jedem Tor eine eigene Kampagnenwährung. Hier sind es die abschwörenden Zauber. Die gibt's nur hier. Die Knister im Gebälk. Genau, das ist die nächste. Die Formora-Hexe Magra Curse-Eye ist die Anführerin des Zirkels, der die Dunkelfee-Enklave kontrolliert. Von ihrem Versteck im Sumpf aus wirkt sie ihre schmutzige Magie und plant unser Verderben. Dem muss Einhalt geboten werden. Magras Hexen bewachen das Versteck mit ihrer alchemistischen Magie. Es heißt also zunächst, diese zu überwinden. Aber wir haben ein Ass im Ärmel, nämlich eine Spionin im Hexensumpf. Vielleicht hat sie inzwischen herausgefunden, wie man hineingelangen kann. Begebt euch in den Hexensumpf und trefft euch mit Trist. Solltet ihr keinen Dunkelfee-Schlüssel haben, da draußen sind sicher noch einige. Tötet einfach ein paar von Mellerbocks Dunkelfeen, um an einen Schlüssel zu kommen. Gut, das ist wieder mal nur eine Mission für XP. Die machen wir jetzt auch nur einmal, weil danach würde ich sie einfach nie wieder machen wollen. Hier ist noch ein Knie. Gathir Two-Shot. Wir müssen euch Charanda vor dem Ansturm der Formora beschützen. Den kenne ich irgendwie. Nein. Meister des Schmutzes. Malaboks Trollverbündete haben sich den ganzen Tag am fauligen Fluss aufgehalten und ihn mit ihren Abfällen noch weiter verseucht. Einst war das Wasser rein und klar. Jetzt ist es nur noch eine stinkende Plörre. So eine Zerstörung unserer Landschaft ist ein Verbrechen auf Todesstrafe. Egal ob Verbündeter von Malabok oder nicht. Vernichtet so viele von diesen widerwärtigen Trollbiestern, wie ihr finden könnt. Okay. Und der ist ja drauf. Wer? Landschaft verunstaltet, gleich alle umbringen. Hier ist noch jemand. Kell Skywatcher. Was die Fomora korrumpieren, werden wir reinigen. Ja, die Luft reinigen. Malaboks Streitkräfte haben unseren Fluss verdorben. Und Giftwolken verderben jeden, der sich dort zu lange aufhält. Unsere Druiden haben Tränke gebraut. Sie wirken den Wolken vorübergehend entgegen und reinigen die Betroffenen. Nehmt diese Tränke an euch und werft sie dort in den Fluss, wo sich Giftwolken bilden. Solltet ihr unsere Kundschafter finden, so heilt sie bitte und schickt sie hierher zurück. Okay, auch das sind wieder die drei... aber sehr deutlich. Die drei täglichen Quests plus die eine zusätzliche nur für XP, die wir jetzt nur einmal machen. Das ist nämlich der kleine Zwerg hier. Der Leprechaun, der gibt dir den Schlüssel. Ihr habt einen Schlüssel. Einen Dunkelfee-Schlüssel erhalten. Annehmen. Habe ich gemacht. Vielen Dank. Habe ich auch gemacht. Und jetzt steigen wir in the boat zum Hexensumpf. Wo ist denn das Boot? Ah. Direkt hinter dem Typen. Bist du blind? Ich steig schon mal ein.
Das können wir jetzt auch wieder auf zwei Arten machen. Willst du die Gegner langsam töten oder schnell? Gibt es einen Hebel, wo man drücken kann und alle sind tot? Nee, aber wir können es genauso machen wie eben. Wir können die hinter uns herziehen, bis wir alle beisammen haben und sie dann hauen. Da oder geil. Wir machen jetzt jede Gruppe einzeln. Ja, wir können reiten, das ist ja geil. Genau, reite einfach weiter, dem Pfad nach, die kommen, wer will, kommt hinterher, wer nicht, bleibt irgendwann stehen. Wer will, kriegt nochmal hier einen. Wer will, wer hat noch nicht. Genau. Du bist allerdings schneller und du kannst mehr Schläge ab. So, hier, stopp, hier halten und hier die Gegner platt machen. Wenn ich nicht an der Grafik hinbleiben würde. Klar, Lümmel. Wo sind die Gegner? Ja, hier so, im Eingangsbereich. Die sind nicht so schnell wie du, deswegen kommen die nicht so weit mit hier. Oh, da war schon ein Fader-Kristall der erste, Fader-Kristall der zweite. Ich mache die andere Mission damit schon fast fertig, cool. Ja, ich glaube, Fader-Kristall der dritte, ich bin durch damit. Die muss ich jetzt noch dann abgeben, okay. Mehr brauche ich nicht. Drei Stück brauchst du. Drei Stück brauchst du. Ich hab... So. Sagt er, also ich hab... Nein? Moment. Was denn? Nichts, dass du das nicht mitkriegst, wie viel du aufhebst. Also, du klickst einfach nur, oder was? Ja. So, ich gebe hier jetzt so eine Natterzunge da rein. Tür geht auf, da müssen wir rein. Gegner! Ja, lass sie wieder stehen, reite weiter zur Hexe. Ich habe kein Pferd. Wieso hast du kein Pferd? Wo ist mein... Ist das nicht die falsche Richtung? Nein. Du hast einen Orientierungssinn, Hexe. So, und die hat ein irgendwas fallen gelassen. Das war da gerade der Blutwurmstachel. Den nehme ich einfach an mich. Und wir reiten weiter. Ich will ihn auch haben. Ich muss es einzeln einsammeln. Guten Tag. Wo ist das Norbs? Bei der nächsten Hexe. Wo der Pfad mich hingeführt hat. Jetzt habe ich irgendwie ein Echsenbein. Ist das was wird das hier? Eine Voodoo-Puppe? Wir brauchen noch Zutaten für den großen Topf, den wir in die Mitte da. Ich reite wieder an den Gegnern vorbei. Wir backen den Kuchen oder was? Backe, Kuchen. Oh, noch eine Hexe. Guten Tag. Eulenjungen, was? Was war das? Eulenjungenflügel, auch nicht schlecht. Eulenverjüngte Flügel. Oh. Geschmack. So, ich schmeiß das hier dann mal rein. Zutaten hineingeben. Gulp. Ja so schnell hier, ey. Ich sag doch, das kann man schnell oder langsam machen. Warum soll man sich aufhalten? Jetzt kommen ein paar Gepanzerte, die aber auch nicht mehr abkönnen. Mein Pferd ist nicht aktiv. Ich kann sie auch einfach stehen lassen. Da. Oh, Zauberer, noch ein großer, kleinere. Und da ist das Tor, aber wir müssen die leider erst platt machen. Ich nehme hier so einen Troll, der badet gerade. Bitte sprich nicht von wir, ich bin auch ganz weit weg. Warum? Weil ich mein Pferd nicht aktivieren konnte und jetzt... Wollt dein Pferd nicht, wa? Nee, dann wurde es eine Waffe und das ist immer das Droh an dieser Kackwaffe. Ein Pferd, das ist halt, beides gleichzeitig ist, ein Reittier und eine Waffe. So, was mag wohl in der Truhe sein? Du hast ein paar Gegner noch mitgebracht, die du noch nicht getötet hast. Ich kann hier keine Kiste aufmachen, was soll das? Weil Gegner gerade da sind, die du nicht platt gemacht hast. Ich sag's nochmal, ich wiederhole mich gern nochmal. Du hast die Gegner nicht platt gemacht. Sag's nochmal, was habe ich nicht gemacht? Die Gegner nicht platt gemacht. Eine Kiste. So, jetzt gehe ich mal zur Hexe. Fertig. Magra Curse Eye. Und die fällt so um. Die ich dich kenne. Wir haben erstmal meine Münze. Du hast schon wieder was aufgenommen. Meine Fresse. Na, ich komme nicht mal an sie ran. Da stehen so Dudes im Weg. Wie liegt die noch?
weil ich noch nicht geschlagen habe. Ich habe mich gerade geschützt. Achso. Ich glaube, ich habe sie umgebracht. Ja, ja. Ist klar. Immer kriegst du das. Och. Was ist denn vom Mogelgebräu? Oh, ich habe einen bedrohlich glühenden Schild gekriegt. Cool. Warum ist das cool? Der hat eine Gegenstandsstufe von 180 und hat irgendwie Kackwerte, aber hey. Wir haben eine Rotkappensichel. Ja, wir sind ein bisschen 180, über dem Gebiet hier, würde ich sagen. So, ich gehe hier auf jeden Fall wieder raus. Deutlich, das war ja aber dafür habe ich hier einen Kraftpunkt gekriegt. Das ist ja witzig. Wo bist du? Ich bin rausgegangen. Hier Schiff, nein, du bist nicht rausgegangen, du bist rausgeschiffert. Nein, rausgegangen. Ich gehe nur ins Boot. Was denn passiert, dafür kann ich nichts. Sag mal, ist mein Schuh offen? Das kann ich nicht sehen. Bei mir ist ein Ladescreen. Ja, deutlich. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal eine kleine Pause. Okay, bis dann. Tschüss.